Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir sehen ein kleines bisschen anders aus. Genau, und warum? Wir hatten ja ein bisschen Geld, wir haben immer noch ein bisschen Geld. Wir hatten auch ein paar Ressourcen, da haben wir jetzt nicht mehr so viele. Aber... Wir haben jetzt unsere Rüstung mal aufgerüstet. Also unsere goldene Rüstung, die wir hier hatten, vom nordischen Wanderer. Und auch das Schwert und so. Haben auch alles mal gravieren lassen. Und jetzt sind wir gravierend besser geworden. Also zumindest von den Stats her. Mal gucken, ob das dann auch gut wird, was wir da machen. Schauen wir mal. Warum? Muss ich anscheinend da nochmal hochgehen. 75 Meter da. Okay. Dann machen wir mal das hier. Theoros, der Blutrünstige. Was? Den hat er nicht gebracht? Warum habe ich den nicht gebracht? Ich fand den gut. Fandst du den nicht gut? Ich muss auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen jetzt beim Aufrüsten, ich muss mal irgendwo mehr Leder herbekommen. Mal gucken, wo wir das jetzt herbekommen. Oder wo wir uns das herholen. Weil es gibt ja ein paar Möglichkeiten. Frage ist, nehmen wir die? Oder machen wir nicht doch irgendwie was anderes? Also ich könnte jetzt natürlich ganz schön viele Tiere entsprechend hier erledigen. Die wachen sicher gut auf. Oder aber, ja, wenn man Rüstungen hat, gerade so Beine, Brust, Arme, die dann höchstwahrscheinlich entsprechend das Leder sind, dass man die dann halt einfach mal zerlegt statt verkauft. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? So, jetzt gehen wir erstmal da runter und schalten die Athena aus. Das wird ja einfach. Ja, da haben wir es schon. Dann, ja, wünsche ich dir viel Spaß. Holle. Lass krachen. Pass auf dich auf. Viel Spaß. Und wir hören uns. So, ich hätte wahrscheinlich einfach... wahrscheinlich einfach gleich die nächste Quest mit annehmen sollen. Also die zweite. Weil die ist jetzt abgeschlossen. Das finde ich doof. Tatsächlich, ne? Dass man jetzt hier einfach nicht Vermächtnis.
Ja, nee, dass man jetzt einfach nicht sieht, ja, okay, hier, das ist die letzte Quest, die du, oder das sind die letzten Quests, die du jetzt abgeschlossen hast oder so. Das fand ich bei Origins deutlich besser. Ich ganz ehrlich. Weil das hilft einem schon sehr. Jetzt einfach nochmal festzustellen, so, ja, okay. Habe ich es jetzt abgeschlossen? Habe ich es nicht? Was ist da jetzt eventuell passiert und sowas? Ja? Das kriegst du dadurch deutlich schöner mit. Aber naja. So, nächste Quest. Ah, da oben. Komm schon. Los. Ich laufe ganz langsam hier durch gerade. Ey, die sind mir vors Pferd gelaufen. Kann ich ja gar nichts dafür. Anscheinend gibt es hier keinen Weg nach oben. Finde ich doof. Ja, da gehe ich jetzt mal noch nicht hin. Oh, dann danach. Irgendwann. Ich überlege halt auch gerade, ob ich mir nicht irgendeinen von diesen Söldnern noch hernehmen soll, ne? Jetzt einfach mal noch mit angehen sollte. Schnell und zuverlässig. Danke, mein Freund. Ich meine, gerade die Preise beim Aufrüsten, ne? Na dann. War ich hier schon mal drin? Nee, ne? Ich glaube nicht. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, musst du.
Achso. No. Sehr schön. So, und das kommen wir jetzt noch. Abfackeln. Dings. So, da haben wir das auch erledigt. So, dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal jetzt hier runter. Haben wir doch jetzt hier so einen komischen Hof. Ah. Das ist aber schön. Können wir gleich den. Gleich ein Meister ab. Nein, nein. Oh ja, Mist. Alter. Fackelt gleich das ganze Ding dort oben ab. Euch hapert's wohl. Muss ich, glaube ich, hoch, ne? Genau. Irgendwas war hier noch. Ah, hier der Brief. Hundeanleger. Wenn alle Schiffe gleich aussehen, ist es schwer, seinen Anlegeplatz wiederzufinden. Gehe zur Küste im besetzten Wald von Tripodiskos und suche nach einem verteuten Schiff, das von einem Hund bewacht wird. Du findest mich an dem Ort, der mit einem X markiert ist. Tripodiskos. Okay, wir gucken mal, wo ist Tripodiskos? Achso, na, dann muss es ja hier diese Anlegestelle sein, hm? Hier unten. Ja, das kriegen wir hin. Also, dass ich den treffe, hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Guten Tag, werte liebe Arbeitende. Ah, sehr schön. 89 Meter haben wir die nächste Quest. Ja, auf geht's. Das könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Sieht aus, als hätte er Probleme. Mhm. Sieht sehr so aus. Ich weiß.
Was ist dir passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Da hinten kämpfen Athena. Sag, sie stehen Athena. Ich weiß, was ich tue. Und ich bin eine Freundin. Was willst du damit sagen? Wenn das so wäre, wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Nö, nö. Wenn du hart arbeitest, wirst du vielleicht irgendwann ein Gegner. Ich musste das mal ganz kurz machen, ja? Das tut mir voll leid, aber ging nicht anders. So. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Eben. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Denke nämlich auch. Und, waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Wären das Athener gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spartiaten gehabt. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. So, da guckt man natürlich gleich hin erst. Aber ich muss erst mal schauen, was hier hinten passiert ist. So, ja, was sind sie? Was ist denn das? Ein Symbol. Also das haben sie hier ein bisschen ungeil gemacht, muss ich mal echt sagen. Das haben sie ja nicht geil gemacht. Du hast schon immer zu weit auf deiner, auf deinem Radar, dass da irgendwas ist, dass du da gucken musst, etc. pp. Den musst du mal probieren. Alle sind begeistert. Ich bring dir mal was mit, aber trink bloß nicht zu viel. Sofort stehen! Grab des Theros.
Hier wird irgendwo Essen gekocht. Genau. Hier in der Hey Matthias, sei gegrüßt. Wie geht's, wie steht's? Alles gut? Wen haben wir denn da? Itilos. Ja. Naja, macht mal euer Zeug, ne? Ihr kommt bestimmt wegen mir, aber ihr werdet mich nicht finden. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte! Nein, bitte! Du verstehst nicht! Was gibt es da nicht zu verstehen? Mir scheint das mehr als eindeutig zu sein. Bitte! Lass es mich erklären! Ja, dann erklär's doch endlich mal. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte! Ich sag dir alles, was du wissen willst. Jetzt fang endlich an, Mann! Oh. Ich erzähl dir wirklich, was los ist. Lass mich nur am Leben. Ich erzähl dir alles. Aber lass mich doch mal erzählen. Ich erzähl dir doch alles, aber du musst mich ausreden lassen. Dann erzähl ich dir doch alles. Und dann alles, was ich weiß, würde ich dir erzählen. Wenn du mich nur reden lassen würdest, und dann würde ich es dir doch voll erzählen. Boah. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Erklärt euch! Es ist unklug, Spartiaten zu verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles! Unsere Kinder verhungern! Ach, ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein! Bitte, wir haben doch niemandem etwas getan! Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Danke. Die erste sinnvolle Antwort. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Geh zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Beeilung! Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft! Schnell! Die Lösung fand ich jetzt aber auch nicht wirklich geil. Also bin ich ganz ehrlich? Fand ich jetzt... Oh, weiß ich nicht. Da hätte es garantiert eine bessere Lösung gegeben, aber... Na gut, wenn uns das Spiel nicht lässt, lässt uns das Spiel nicht. Kann ich jetzt auch nichts für. Vor allem jetzt habt ihr ja gar nichts mitgenommen. Ihr seid einfach gegangen. Seid doch dämlich. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen.
Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Ach, heute nicht? Na ja, gut. Wie sieht's morgen aus? Ich hätte da noch ein paar, so. Wie geht das hier runter? Irgendwo muss es doch da hingehen. Mal ist hier drüben. Sie mir sagen, es geht hier runter und dann bis hier rüber? Nee. Das wäre Quatsch. Soll ich in dem See vielleicht und dann unten drunter? Oder warte mal, vielleicht hier? Geht's da vielleicht rein? Mal gucken. Und da müssen wir jetzt natürlich gleich noch zu Dolios noch gehen. Und ihm sagen, dass wir heldenhaft nichts mitgenommen haben. Schön sieht's aus. Haben sie einfach wieder cool hinbekommen, finde ich. So, die Welt an sich, das sieht schon ganz cool aus. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da unten hinkomme. Na gut, komm, lasst uns mal... Diesmal hier... Wir gehen mal runter zum Wasser. Ich glaub's zwar nicht, aber... Kannst ja mal ausprobieren, ne? Hier geht's auch nicht rein. Nö. Hier geht's auch nicht rein. Ja, okay, dann... Ja, vielleicht müssen wir dann wirklich da drüben rein, unterirdisch da die Truhen rausholen. Und dann gibt es vielleicht noch einen erweiterten Gang, der ein bisschen weiter hintergeht. Weiß es nicht. Hier gibt es nichts. Weder da, noch hier oben. Vielleicht gibt es hier ja noch was. Ich weiß, ich bin wieder vom Hundertsten ins Tausendste und sowas. Ja, nichts, ist ja nichts Neues bei mir, ne? Dass ich mich so ganz geringfügig ablenken lasse. So, ach, guck mal, da. Ein paar Athener. Na? Hallo? Grüßt euch. Na? Ich bringe euch jetzt mal nicht um, ne? Jetzt gerade mal nicht. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte gefunden. Bei einem Haufen Hungernder aus Megara. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig, das muss ich ihnen lassen.
Gute Arbeit. Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, habe ich einen Auftrag für dich. Und was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine Belohnung? Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zurzeit keine Männer entbehren. Manchmal schickt man ohnehin besser eine Frau. Ich muss mal meine Booster noch wieder mal mit einschalten, ne? Hyrkanos, der Gerissene. Es wird bald der Zerrissene sein. Höherer Schaden durch Feuer, geringerer Schaden durch Fernangriffe. Ah ja. Ach so, und du bist sowieso der Nächste auf unserer... Naja, dann. Ach guck, ja, da haben sie wieder welche ausgetauscht. Ja, das heißt, wir können hier immer mal die unter uns können wir immer mal mit wegmachen, aber es macht wahrscheinlich eher Sinn, die über uns Stehenden wegzumachen, weil wir dann wahrscheinlich an ihrer Stelle sind. Das treten wir dann an ihre Stelle? Wahrscheinlich, ne? Was haben wir hier? Hebe der Blitz. Ah ja, diese ist vor uns dann uns vorbeigeritten. Ja, gut. Ja, da haben wir ja ein bisschen was zu tun. Ah, gut. Jagd auf Hyrkanos. Jetzt muss ich das Menü nutzen, in dem ich gerade drinne war. Mann. Ja. Ach, da drüben. Na gut, dann bleiben wir einfach mal hier. Weil dann machen wir das nämlich gleich als nächstes. Und ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio. Ciao.